Hallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 15 auf der Landwehrkanal zusammen mit Gun und Steinchen. Hallo. Guten Tag. Da hat jemand meine Tür aufgemacht, jetzt zieht's. Ja, zieht zumindest etwas, ne? Dann machst du wieder zu. Sollen wir gleich mal ganz cool auf der anderen Seite weiterfahren am Ende? Vielleicht ist das für dich zum Drehen angenehmer. Ja. Gerade hatte ich eine Nachricht auf dem Handy hier von der YouTube-App, dass ich einen Kommentar bekommen und dann stand da nur, weißt du, Punkt, Punkt, Punkt. Und das irgendwie möchte ich jetzt gerne wissen, was ich denn vielleicht weiß. Da. Weißt du, ob mit Windows 10 kompatibel ist? Ich denke, davon ist auszugehen. Ja, Windows 10 sollte ja eigentlich dann mit den LS17 kompatibel sein, ne? Ich meine, wenn der LS15 schon damit kompatibel ist. Ja. Ja. Warum sollte... Ich hoffe, dass es vielleicht auch mal für Linux kommt. Gibt's nicht sogar für Linux? LS13 gab's doch für Linux, oder? Ist Exe. Nein, auch nicht. Ist alles .exe-Dateien. .exe-Dateien lassen sich in Linux mit einem Windows-Emulator öffnen, ist aber nur mäßig geil. Okay. Also ich habe einen Shiringon-Simulator mal ausprobiert, die Demo. Wenn du ohne Lichtquellen leben kannst, dann kannst du spielen. Auf deinem Rechner? Ja. Okay. Ja, gut. Wenn du ohne Lichtquellen leben kannst. Das heißt, es sind dann ein paar unterschiedliche Graustufen, aber das war's auch. Da ist nicht viel, ne? Ist nicht viel. Freddy, wie voll bist du? 87. Ist jetzt nicht das, was man schön findet, ne? Nee. Aber eine Mac-Version gibt es doch, ne? Ne, was? Ich glaube, eine Version für macOS, oder? Die gibt's. Für Mac gibt's, ja. Funktioniert das eigentlich mit dem Modding auf Mac genauso? Müsste eigentlich, ich glaube, ne? Ja, die Ordner sind gleich. Können die denn schon ZIP-Dateien? So. Oh, ganz ehrlich, Freddy. Freu dich schon. Wieso denn? Ja, weil Freddy ja als nächstes häckseln darf. Achso. Nee, FormCon wird voll LW wegen dir. Soll ich dir mal einen Mutti-Zettel ausfüllen für die Aftershow-Party? Mutti. Mutti. Dann unterschreibe ich mit Guten in Klammer Mama von Sauersocke. Da ist die Frage, ob Freddy sich tatsächlich nur wegen dir durchgerungen hat, auf YouTube aktiv zu werden. Dann könnte es sogar stimmen. Naja. Nee, eigentlich nee. Wusste ich nicht, was ich mit dem Zeug machen soll, was ich produziert habe und da. Ja. Ja, ne? Ja gut, und so aktiv bist du jetzt wieder auch nicht, ne? Eigentlich gar nicht. Halt alle paar Monate mal oder alle paar Wochen, je nachdem, wie du gerade. Ja, ich würde mal sagen, so einmal im Monat. Ja. Wenn ich halt was gemacht habe, dann kommt was. Ja, ist ja grob einmal im Monat. Wobei ich mich ja auch stolzer Eigentümer eines Videoschnittprogrammes nennen darf. Freut mich immer noch mein geiler Hot Deal. Ja. Wobei ich ja genau genommen schon vorher welche hatte, aber meine Vegas-Version war jetzt auch schon etwas älter. Die
War nicht so wirklich 4K-ready. Jetzt ist sie das. Magic's Video ist 4K, ja. Wohin geht's? Wohin geht's? Fragte dich, wohin geht's? Ja. 32 würde ich jetzt mal anraten. Freddy, du fährst eh den 6R, ne? Ich fahre den 6R, genau, ja. Na gut, dann habe ich ja direkt... Möchtest du gleich rein? Eben, ja, muss ich, ne? Weil du ja dann die wunderschöne, geräumige Kabine des Schätzeleins hier beziehen wirst. Ich fahre noch eben bis zum Feld, ne? So, wenn wir so gerade auf der Brücke sind. So viel Luxus muss sein, ne? Ja. Wir haben uns gute 5 Hektar geerntet bis jetzt. Schon mal ganz ordentlich, oder? Das braucht nur 5 Hektar. Hättest du gedacht, wir wären mehr gewesen? Waren sicherlich schon geschätzt, ja. Echt? Ich hätte vielleicht höchstens so 8 bis 10, aber da, also wenn man jetzt so richtig übertrieben ansetzt. Na gut, wenn ich das hier im LS mit dem, was ich vom Real Life aus dem 10 Hektar kennen vergleiche, dann wären das schon 20 gewesen. Sag mal so, wir haben eine Stunde gehäckselt. Ja, dann ist das natürlich echt nichts. Aber da sind 5 Hektar nicht schon viel, oder? Wären wir jetzt auch nicht den allerkrassesten Häcksler, ne? War schon ordentlich. Der Durchsatz ist sicherlich nicht schlecht, aber die Schneidwerksbreite ist halt jetzt nicht so atemberaubend. Ist halt nur ein 7,5er, gibt ja auch 10 5er, ne, bei Krone und 9 bei Orbis. Und wie heißen die Experten? Experten? Camper? Genau. Die haben auch 20 Reihen und so einen Spaß. Ah, Camper 2020. Mhm. Oh je. Das wäre was, hä? Das wäre mal ein Kommst Gerät, nicht mehr ja. Nachher mit abfahren. Oder so ein Schneidewerk, wo du 2 Drescher dranhängst. Gibt's ja auch. Hast du das schon mal gesehen? Nee. Irgendwie so 30 Meter Arbeitsbreite und dann hast du halt Förderbänder, die das aufteilen. Und dann fahren da halt 2 Drescher nebeneinander. Ist aber, glaube ich, auch sehr, sehr selten und nur so prototypmäßig. Habe ich schon mal in einem Video gesehen. In echt, halt. Ich weiß auch nicht, ob das so effizient ist. Ich glaube, da macht es fast mehr Sinn, 2 große Drescher getrennt zu fahren. Häcksler. Nee, ich meine es gerade Drescher. Auch. Ach so. Okay. Also 2 Drescher mit einem Schneidewerk, was quasi wie 2, was weiß ich, 2 10, wir haben ja hier einen 10-5er oder so für den Case, ne? Also es gibt ja einzelne Spiele einen 10-5er, glaube ich, für den Case, ne? Mhm. Stell dir vor, das an einer Seite fehlt halt dieses Seitenteil, das weg, genau dasselbe an dem anderen und dann einfach zusammengeschweißt. Nur an der anderen Seite fehlt Seitenteil. Ja, genau. Ja, einmal links und einmal rechts. Ja, so dass das halt passt. Ja, aber einmal musst du ja den Antrieb für Haspel und so auf die andere Seite verlegen. So, nee, jeder treibt ja quasi seine eigene Hälfte an. Ja, eben, das ist ja. Der Antrieb von Haspel und so ist ja normalerweise links und für das rechtere Schneidwerk von beiden ist ja dann. Ja, gut. Ja. Kommt auch auf den Drescher an. Nee. Oder? Also ich würde sagen, dass bei jedem Schneidwerk eigentlich der Antrieb für Haspel und Messer links ist. Soweit ich weiß. Wäre mir zumindest neu, wenn es rechts ist. Gibt bestimmt irgendwelche Marken, die es anders machen. Ist Halbwissen, wenn es jemand besser weiß, korrigiert mich. So. Moment voll. Ich bin im Moment da. Ihr seid nicht mehr auf meiner Karte, wo seid ihr? Am Hof. Am Hof. Ja. Jetzt seid ihr wieder auf meiner Karte. War außerhalb meiner Distanz anscheinend. Hey, du bist voll nicht meine Distanz. War voll nicht meine Brennweite, ey. Das ist geil. Brennweite ist schön.
schön formuliert, schön. Hat den Server verlassen? Dein Ernst? Freddy! Freddy! Nein! Nein! User in your channel, timed out. Oh mein Gott, sie haben Freddy getötet. Ja, und wie arbeite ich jetzt? Ja, nee. Bist du noch da, Rock? Nee. Du bist auch rausgeflogen? Nein. Bist du freiwillig gegangen oder hast du es geschrieben? Ja, du hast es geschrieben. Ich hab's geschrieben. Hast einen Fehler gemacht. Der da wäre? Eine falsche Leertaste. Warte. Ja. Ja, die letzte. Ja, Das ist schon ein ordentlicher Berg hier. Was haben wir denn drin? Ja, 50%. Alter, ich glaube, wir haben zu viel Mais angebaut. Obwohl, Feld 32 ist, glaube ich, ungefähr so viel, wie wir schon gemacht haben, oder? Wut. Ich weiß auch gerade nicht so ganz. Jetzt brauchen wir, wenn Freddy jetzt ganz weg ist, man weiß ja nicht, vielleicht hat er irgendwelche... Komm. Ich glaube, der hat Internetprobleme. Ja, oder vielleicht Router Restart so mitten in der Nacht. Hallo. Da ist er ja schon wieder. Hallo. Na, wie geht's? Ja, nee, anders als vor 2 Minuten. Ja, ich meine, Internetprobleme oder was ist los? Ja, nee, der war voll da. Darf ich joinen? Ja, ja. Weil du bist aus dem Teamspeak und aus dem Spiel rausgeflogen, ne? Ja, nee, der Computer hat sich auf einmal mit einem anderen Netzwerk verbunden. Das war halt, ja, nicht freigegeben. Keine Ahnung. Geht's wieder. Hast du mehrere Netzwerke zu Hause, oder? Ja, nee, aber der Nachbar ist halt... Der Nachbar. Bissl. Der Nachbar ist halt der Nachbar. Ist halt so eine Doppler. Und der hat halt irgendwie ein freies WLAN, weil er es vergessen hat, mit einem Passwort zu sichern. Keine Ahnung, wie man das vergessen kann. Und dann hatte dein Router wahrscheinlich so 10 Sekunden Restart oder sowas. Und dann hat sich dein PC gedacht, ey komm, da ist Netzwerk ohne Passwort, ich geh da rein. Mhm. Was hast du vor? Also von mir aus kann ich jetzt auch weitermachen. Aua. Stopp. Der Ast hängt ein bisschen niedrig für den großen Anhänger. Ich weiß. Ist mir ja auch schon passiert. Wird jetzt am liebsten hinter dir mir fahren. Ja. Ja, ne? Ein bisschen. Hier vorgewendet ist auch mal ein ziemlicher Akt. Boah, wie ich das Feld durch den Zollmord ehrlich gesagt teilweise gehasst habe für die Form. Wegen dem Düngen war das immer hier ziemlich anstrengend. Noch ein Stück. Hättest du einfach noch ein Stück vorfahren können. Okay, aus der Entfernung hätte ich sogar noch voll, hätte ich gar nicht gedacht. Jojo. Und diese Gläser. Bild. Stimmt, man hört mega den Lüfter, ne? Jo. Von dem Häcksler.
Das ist kein Lüfter mehr, das ist schon... eine Turbine. Ach, hier wird sie durch. Okay. Ich habe gerade schon nachgeguckt. Wir haben schon nach den zwei Feldern 50% vom ersten Silo frei. Voll. Mhm, sehen, ja. Das bedeutet, ich glaube, wenn wir alle wirklich reinhauen, haben wir beide Silos max voll. Deshalb vielleicht sollten wir am Ende noch auf ein, zwei Feldern Körnermais machen, können wir auch. Equipment hätten wir dafür. Ja. Müssen wir mal gucken, wie sich das ausgeht. Ja, würde ich auch sagen. Wie viele haben wir nur die beiden Silos dort? Wir haben nur zwei, aber es sind zwei große, zweimal eine Million, glaube ich, ne? Na, anscheinend kloppen wir das ganz schön schnell voll. Ja, wir sind aber auch krasse Typen, musst du bedenken. Also du bist krasser Typ, weil du sitzt im Häcksler. Du machst die ganze Patsche, ja. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.